Das Glas vor mir soll nun zerspringen und viel Glück uns allen bringen. Frieden und Segen diesem Gebäude, dies würden recht herzlich die Riedelbauleute. Richtfest am neuen Hans-Sachs-Haus in der Gelsenkirchener Innenstadt. 7 Monate nach der Grundsteinlegung schwebt heute Mittag an einem Kran der Richtkranz über dem neuen Rathaus. Das Richtfest ist immer ein bisschen so Halbzeit auf der Wegmarke. Der Rohbau ist jetzt so gut wie fertig. Jetzt geht es an den Innenausbau und man schwenkt auf die Zielgerade ein. Jahrelang gab es Diskussionen darüber, was mit dem alten Hans-Sachs-Haus passieren soll. Für die Stadt ist der Umbau eine Mammutaufgabe. Sie investiert rund 53 Millionen Euro in das Projekt. Ich hoffe, dass das neue Hans-Sachs-Haus an die Tradition des alten Hans-Sachs-Hauses anknüpft, Treffpunkt zu sein, in der Mitte der Stadt, Herz in der City Gelsenkirchen zu sein, aber auch der Ort, wo leidenschaftlich über Politik gestritten wird, wo die Verwaltung zu finden ist. Also eigentlich alles das, was man von einem Mittelpunkt einer Stadt erwartet. Vom alten Hans-Sachs-Haus ist nur die Fassade stehen geblieben. Innen drin ist alles neu. Später soll das Hans-Sachs-Haus dann für alle Bürger offen sein. Es ist nicht nur eine faszinierende, moderne Architektur aus den 20er Jahren, die wir im Äußeren erhalten, sondern es ist vor allem ein politisch wichtiger Bau, weil hier Kultur, Politik, Bürgerservice, Gastronomie, Veranstaltung, also alles das zusammenkommt, was man eigentlich sich in einer lebendigen Stadt in der Mitte wünscht. Im Frühjahr 2012 soll der Umbau fertig sein. Dann können die Mitarbeiter der Verwaltung in Buhr ihre Sachen packen und in die neuen Räume im Süden der Stadt einziehen.